Hey liebe Leute, willkommen in meiner Pain Cave. Wir haben heute New Trainer Day und New Bike Day. Hinter mir seht ihr den Wahoo Kicker Version 6. Ein Update zum 5er Modell, was der mehr kann, dazu gleich mehr. Aber wir haben auch ein New Bike Day, aber nicht hier, sondern hier. Das neue Wahoo Kicker Bike ist da, die Version 2. Moment, Kicker Bike Version 2 und sieht genauso aus wie das Kicker Bike in der Version 1? Hä? Wenn beide Versionen 2 und 1 nahezu identisch aussehen, dann heißt das natürlich auch, dass die Vorteile, die wir schon von dem Kicker Bike 1 kennen, sich auch im Kicker Bike 2 wiederfinden. Vorteil Nummer 1 ist die Climb-Funktion, die ist hier schon eingebaut. Das heißt, man braucht kein Zusatzgerät und kein weiteres Budget dafür. Dann haben wir die gut arbeitende Rahmenschnellverstellung, sodass ich meine eigene Straßengradgeometrie in der Länge, aber auch in der Höhe kinderleicht auf das Kickerbike übertragen kann. Auch die Kurbel kann ich von 165 bis 175 mm auf mich individuell einstellen. Softwaremäßig über die App kann ich die verschiedenen Schaltlogiken von Shimano, SRAM und Campagnolo hier darstellen, genau wie den Antrieb konfigurieren, genauso wie ich das brauche. Das heißt, zweifach, hinten 12, 11 oder 10-fach, Kassettenabstufungen, Kettenblattgrößen etc. Das geht also über die App und ich bin individuell dabei und nicht an mein eigenes Rad gebunden oder eben doch, weil ich es ja genauso haben möchte wie auf meinem eigenen Rad. Klar, ne? Ja, aber wo sind die Unterschiede, wird ihr sagen? Naja, okay, also Unterschied Nummer 1, das Ding kann jetzt 2500 Watt simulieren. Der alte Kicker, der konnte nur bis 2200 Watt. Für mich, liebe Freunde, kein Unterschied. Ich kann weder 2200 noch 2500 Watt treten. No way. Aber wir haben noch mehr an Bord. Jetzt mal zurück hier zum Wahoo Kicker in der Version 6. Als der 5er auf den Markt kam, gab es Wahoo Kicker Direct. Das heißt, man konnte über diese Buchse hier hinten und über ein Zusatzmodul das Gerät direkt einbinden. Das heißt, man war nicht auf drahtlos an Plus oder Bluetooth festgelegt. Und das hat jetzt eben das Wahoo Kicker Bike 2 eben auch mit an Bord. Und wir haben hier hinten dafür, man sieht es jetzt schlecht, eine kleine zweite Buchse neben dem Stromeingang, wo dann auch hier das Zusatzgerät angeschlossen werden würde. Braucht man das? Kicker Direct Connect. Für Leute, die Verbindungsprobleme bei Rennen haben, ist das sicherlich eine super Sache. Denn was ist ärgerlicher, als wenn man im Rennen irgendwann einen Verbindungsabbruch hat und zack, ist man irgendwo hinten rausgefallen oder kann gar nicht mehr weiterfahren. Also von daher, dieses Gerät jetzt hier, was eben der Wahoo Kicker Version 5 schon konnte und der Version 6 natürlich auch kann, den Trainer über den Router ins Netzwerk bringen und dann spricht eben die Trainingsplattform mit dem Bike oder dem Kicker und vice versa über das heimische Netzwerk, dann gibt es keine Abbrüche mehr. Das ist für Leute mit Verbindungsproblemen eine gute Sache. Jetzt bin ich beim Wahoo Kicker Version 6. Der hat nämlich was Neues an Bord, was wir auch im neuen Wahoo Bike finden. Es gibt nämlich hier jetzt die Möglichkeit, über das Gerät direkt eine WLAN- oder Wi-Fi-Verbindung, also eine kabellose Verbindung, ins eigene Netzwerk zu machen. Das heißt, man braucht also quasi dieses Wahoo Kicker Direct Connect, kabelgebunden, nicht mehr, wenn die Wi-Fi-Qualität, die WLAN-Qualität zu Hause so gut ist, dass es eben keine Abbrüche produziert. Und das sollte in der Regel der Fall sein. Das heißt, man kann den Wahoo Kicker 6, und das ist die Neuigkeit hier, genau wie das Kicker Bike 2, zu Hause ins WLAN einbinden. Das heißt, weniger Abbrüche und die Geräte werden auch schneller und verzugsloser mit der jeweiligen Trainingsplattform kommunizieren. Eine weitere Neuigkeit ist Erg Easy Ramp. Die steckt im Wahoo Kicker 6, aber auch im Kicker Bike Version 2. Ihr alle, wenn ihr Intervall trainiert, werdet es wissen, entweder man passt nicht auf, dass
Intervall schlägt rein, der Widerstand ist sofort am Pedal 400, 500 Watt und man kann gar nicht mehr treten oder auch wenn man zwischendurch im Intervall abbricht, auch dann kommt man nicht mehr rein, weil einfach die Kraft im Bein fehlt, um den Widerstand zu überwinden, den das Kickerbike oder der Trainer eben ans Pedal bringt. Und jetzt haben wir eben Easy Ramp. 10 Sekunden lang wird der Widerstand zurückgenommen und rampt sich dann langsam wieder hoch auf die Intervallkraft, die eben dann gebraucht wird, um den Widerstand zu überwinden. Das finde ich wirklich eine gute Sache, zumindest für mich, weil ganz oft Netflixe ich irgendwo auf der Seite, merke nicht, dass das Intervall kommt und dann ups, ja, also Intervall, Easy Ramp, cool. Nochmal zurück zur Hardware. Ich hatte schon erwähnt, dass wir hinten eben den neuen Anschluss haben für Wahoo Kicker Direct Connect. Und dann haben wir hier unten, wie gehabt, den USB-Eingang, worüber man sich beispielsweise Strom holen kann fürs iPad. Und dann haben wir bisher 2 Buchsen gehabt, um kabelgebunden die Schaltelemente links und rechts zu verbinden. Und dort ist jetzt hier eine 3. Buchse mit integriert. Das ist nicht richtig dokumentiert bisher. Ich vermute einfach mal, dass Wahoo hier schon ein Gerät in der Pipeline hat, beispielsweise ein Steuerelement für Swift oder RGT, um in virtuellen Welten wirklich lenken zu können. Und dafür ist hier schon eine freie Buchse, ein freier Eingang vorgesehen. Da bin ich gespannt, was noch kommen wird. Also nochmal zusammengefasst, wir haben hier den neuen Kicker in der Version 6 mit den Neuerungen WLAN-Verbindung, ERG Easy Ramp. Das ist hier neu, ansonsten hat sich nichts geändert, auch nicht der Preis, 1299,99 Euro im UVP. Beim Kickerbike, da ist der Preis jetzt angegeben mit 3999,99 Euro, also 4000 Euro. Hups, das ist ein Sprung nach oben. Mal sehen, wie der Markt darauf reagiert. Dafür hier jetzt ebenfalls ERG Easy Ramp Funktion, Wi-Fi, wir haben Kicker Direct Connect und wir haben, ja, was noch nicht ganz offiziell ist, eben diese 3. neue Buchse für neue Zusatzgeräte, die man bei diesem Kickerbike Version 2 verbinden kann. Ich bin gespannt, was ihr zu den Geräten sagt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und hier unten bitte den Kanal abonnieren und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Bis dann, der Claude. Ciao, ciao.